So, hallo. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euer Overlay an die Map von euch anpasst. Und zwar, es gibt ja das Problem, ich lasse jetzt mal das Video laufen, das ich vor 1,5 Jahren gemacht habe, dass die Overlays nicht gepasst haben. Und man das immer ausrichten müsste, so wie hier eben gezeigt wird. Das mit der Größe, das hat sich jetzt wohl erledigt. Die Größe sollte grundsätzlich, wenn ihr eure HIMAP auf 17,28 angepasst habt, passen von dem Overlay, was man runterlädt mit MMD, also mit dem Programm, wenn man es runterlädt, sollte das passen. Es ging ja jetzt um das Ausrichten von dem Overlay. Ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie man das umgehen kann. Es ist eigentlich auch ganz einfach und hätte mir etwas eher einfallen können. Und zwar, ihr seht ja erstmal, dass man hier erst ewig ausrichten muss, bis es passt, und nach dem Spiel Neustart muss man das wieder machen und immer wieder. Und dann trifft man eventuell nicht die gleichen Positionen. Und deswegen gibt es jetzt eine Möglichkeit. Ich fange das jetzt mal einfach mal an. So, ihr geht in Paint und öffnet das runtergeladene Overlay, was ihr von MMD bekommen habt. Ihr seht hier eine Größe von 12.000 Pixeln, also recht groß bei mir. Erstmal kleine Vorinfo. Wenn ihr City Skylines habt, 16 GB Arbeitsspeicher oder weniger, schließt City Skylines in dem Moment, weil es wird sich crashen. Ihr braucht ziemlich viel Arbeitsspeicher dafür, eben wenn ihr mit diesen Größen arbeitet. Jetzt geht ihr auf Neu und erstellt ein Bild, das größer ist, sag mal 1000 Pixel größer ist als das eigentliche Overlay. 13.000, 13.000, 13.000. Entfernt den Hintergrund, kann man machen, muss nicht unbedingt sein. Jetzt geht ihr in das Overlay, SLGA oder Select All und raus und kopieren. Und da seht ihr schon, der Rechner arbeitet. Und jetzt fügt ihr das hier bitte ein. Schiebt das Overlay gleich mal irgendwo in die Mitte, damit dass ihr auf allen Seiten Platz habt. Und öffnet jetzt die Heime. Die ist jetzt 1081 mal 1081. Da geht es wieder genauso. Select All. Und kopieren. Das ist der Hintergrund. Das benennen wir gleich in das Overlay. Und ändern die Transparenz auf ungefähr 100. So, dass man gerade mal noch den blauen Strich sieht. Der ist wichtig. Der Rest ist uninteressant. Jetzt erstellt ihr eine neue Ebene. Und fügt jetzt in die neue Ebene, die kann man gleich als HIMAP bezeichnen. Die HIMAP. Jetzt ändert ihr das Ganze mal. Hier. Overlay, das muss nach oben. So dass wir mal jetzt die Shift-Taste drücken. Und an der Ecke ziehen. Immer nur an den Ecken ziehen. Jetzt habe ich das Falsche ausgewählt. Ihr seht, ich habe jetzt Overlay ausgewählt. Das ist falsch. Ich muss HIMAP auswählen. Shift-Taste drücken. Und jetzt zieht ihr das Overlay mal groß. Und da seht ihr schon, dass es nicht passt, ne? So. Jetzt müsst ihr einfach, so zu groß, das Schwarze, also den Tal, zusammen mit dem Fluss zum Fluss anpassen.
Es geht eigentlich recht einfach mit bisschen rumprobieren. Das scheint, dass es zu groß wäre. Da seht ihr schon, dass das Overlay von vorne hinein, was man mit MMD runterlädt, nicht hundertprozentig passt, weil ich hier schon da ein Stück habe, was nicht passt. Und da hinten auch. Das Ganze wird sich jetzt, wäre jetzt so gewesen, dass ihr das jedes Mal ausrichten müsstet. Und kann man reinzoomen mit STRG und mit dem Rad. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Wenn ihr denkt, dass ihr das ungefähr habt, dann geht ihr in Overlay. Kopiert das. Jetzt habt ihr genau nur die Auswahl von dem Highmap. Alles andere wird jetzt abgeschnitten. Das, was ihr da seht, wird abgeschnitten. Und jetzt fügt es ein neues Bild ein. So, und jetzt seht ihr, alles abgeschnitten. Und das speichert ihr einfach unter Overlay. Punkt PNG wichtig. Da fängt es wieder an zu rechnen. 21,4 MB hat das gute Stück. Das jetzt nochmal abspeichern. Falls ihr was ändern möchtet. Und dann als PDN, als Paint-Datei, da könnt ihr die Layer noch verschieben, falls das alles nicht passt. Die einfachste Methode, um das Overlay einzufügen, ist Bibliothek, die Skylines, Eigenschaften, lokale Dateien durchsuchen. Dann landet ihr hier. Müsst ihr nur noch in Files gehen und das Overlay dort einfügen. Wenn ihr dann drin seid, lädt ihr wie gewohnt euer Highmap. Ihr könnt es dann gleich ein bisschen glätten, weil es sehr kugelig ist, also sehr uneben, wie man sieht. So, wenn ihr das gemacht habt, lädt ihr einfach mal Overlay. Dauert einen Moment. So, das Overlay ist jetzt geladen. Ihr seht eigentlich schon, dass es recht gut passt. Hundertprozentig werdet ihr das nicht hinkriegen, da die Highmaps nicht hundertprozentig sind. Aber ihr seht, es passt eigentlich ganz gut schon. Wenn irgendwas nicht passen sollte, dass ihr wirklich noch auf den Weg kommt mit dem Fluss, könnt ihr das Overlay nochmal anpassen und nochmal neu abspeichern, bisschen verschieben, neu ausschneiden oder rauskopieren. Man sieht ja, wie gesagt, dass man immer eigentlich ganz unten ist und es ist jetzt fest, müsst nichts mehr ändern. So. Das war's dann auch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Rumprobieren, viel Spaß beim Maps erstellen und bedanke mich fürs Zuschauen.